Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde mit Evil Dynasty. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich bin auf dem Weg, die Steuerquest zu erledigen. Ich befinde mich mitten im Gelände. Ich dachte, wir gucken uns gleich mal den See an, wenn wir auf dem Weg sind, nach Lesnica die Quests abgeben. Da müssen wir übrigens auch nochmal schauen. Herzlichen Dank für die Hinweise in den Kommentaren. Ich glaube, den Bogen hatte ich damals da gekauft. Ich würde mir schon mal einen auf Reserve kaufen, mitnehmen, falls wieder eine Mission ist, dass wir den brauchen könnten. Ansonsten machen wir heute in der Folge tatsächlich nichts anderes, meine Lieben, als diese Steuermission zu erledigen. Am Ende dieser Folge möchte ich die gerne abgeben. Wir müssen mal gucken, das kann sich über den Sommer jetzt natürlich ziehen. Ein paar Laufwege komprimiere ich, sodass wir die Punkte bekommen. Ich nehme nämlich an, dass wir da Dynastiepunkte kriegen, beziehungsweise so viel rausholen, dass es hier für uns weitergeht, dass ich das Limit hier aufschraube. Ich brauche neue Gebäude für die Außenstelle, für den Grabungsschuppen und so weiter, damit es weitergehen kann. Deswegen habe ich mir überlegt, machen wir das heute so. Wir lassen den Hof, die Leute arbeiten auf den Feldern und wir gehen tatsächlich nur abgeben. Wir müssen auch noch nach Hornica, denn dort ist die letzte Steuereintreibungsmission. Und da sind wir ja mal gespannt, was die dann wollen. Wenn wir Pech haben, müssen wir da auch nochmal nach Hause irgendwas holen oder so. Schauen wir uns dann an. Auch ein wunderschönes Ding hier, ne? Mit dem Berg im Hintergrund. Hier sieht es bestimmt im Winter auch total schön aus. Perfekt. Ich habe auch dem Rasimir mittlerweile seine Schläppchen wieder angezogen. Die habe ich nämlich die ganze Zeit noch im Koffer gehabt daheim. Beziehungsweise nicht im Koffer, sondern in unserem Schränkchen im Alten. So, dann machen wir das jetzt so. Momentan sieht es so aus, dass wir erstmal hier hingehen, dann gehen wir darüber und dann gucken wir, dass wir unten in Hornica schauen, was die von uns wollen. Dann würde ich jetzt auch sagen, bevor wir da jetzt noch lange rummachen, wir treffen uns gleich an den Toren der Stadt, beziehungsweise ein bisschen außerhalb und geben die Mission ab und schauen mal, ob noch was kommt oder ob wir schon die Steuergelder bekommen. Bis gleich. Der Weg nach Lesnica. Und da ist gerade ein Wolf an uns vorbeigesprungen, den ich nicht gesehen habe. Keine Ahnung, wo er hin will, aber er lässt uns in Ruhe offensichtlich. Da vorne steht er, oder? Jo, da steht er im Wald. Krasse Geschichte. Genau in dem Moment, wo ich euch dazugeholt habe wieder, springt der Wolf an mir vorbei. Irgendwas haben sie noch mit denen gemacht, dass die nicht mehr so angriffslustig sind, wie es mal war. Mit dem Wiesent lege ich mich noch nicht an. Wir gucken mal, dass wir heile durchkommen. Bisschen Wegerich müsste ich doch dabei haben, falls es nochmal eng wird, oder? Da sollte ich allerdings meinen Vorrat aufstocken. In der nächsten freien Minute sammeln wir wieder ein bisschen. So, über Stock und Stein. Wie Hans im Glück läuft er hier rum, der Gute. 277 Meter? Das Fragezeichen ist aber hier unten. Also muss ich doch durchs Gebiet. Wenn du recht guckst, war das nicht zufällig der Wolf, den ich schon gesucht habe gestern, wie ein Wilder? Ah, überall stehen Bärchen und ich kann mir einfach jetzt hier keine mehr wegkrallen. Aber wir hatten doch gestern Geld gemacht, gell? Ja, wir haben fast 2000. Brauchen wir auch bald, weil unsere Steuer wird nicht weniger, ne? So, die letzten 100 Meter, dann sind wir schon da. Danach gehen wir kurz ins Dorf, kehren mal kurz ein und schauen mal, ob wir den Bogen da bekommen. Oh, schön. Alter, das Wild rempelt uns heute an wie nix. Herrlich, guck mal. Krass, krass, krass. So 98, ich bin immer gespannt, ob die wirklich jetzt hier irgendwo rumstreunern. Ich habe ja meinen Bauhammer dabei, für den Fall, dass wir nochmal mit einem Wolf zu tun kriegen. Wenn jetzt nochmal ein Angriff kommt, wo ich mich hochheilen muss, müssen wir allerdings kurz eine Farmrunde einlegen. Wegerich. Ich müsste, da steht sie. Hallöchen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hast du meine Pfeile? Und ob ich das habe hier, geschmiedet von dem Allerbesten? Der Stil und das Material kommen mir verdächtig bekannt vor. Okay, aber sie werden es tun. Sag meinem Mann, dass er dir den Schlüssel... Sag meinem Mann, dass der Schlüssel unter dem Ort liegt, an dem er seinen Schnaps versteckt. Sehr geil. Von dir kann man nichts verbergen, was? Sehr, sehr cool. Da weiß er jetzt auch Bescheid. Madame Le weiß, wo du dein Zeug versteckst. So, dann huschen wir mal kurz ins Dorf. Wie gesagt, den Bogen würde ich jetzt tatsächlich einmal kaufen. Nee, lass es mit dem Bärchen. Lass es mit dem Bärchen. Lumlilum. Theobald. Ich glaube, das war tatsächlich ihr. Ihr habt recht, ne? Ich dachte, in Denica habe ich den Bogen gekauft. Wahnsinnswall, jetzt erinnere ich mich wieder. So. Theobald, mein Freund. Wenn du recht guckst, ist auch der Theobald der Händler. Hey Theobald! Gisella sagt, der Schlüssel liegt unter dem Ort, an dem du auch deinen Schnaps vor ihr versteckst. Sie weiß es? Nun, gib mir etwas Zeit und ich hole deine Münzen. Alles klar. Punkt, Punkt, Punkt.
Theobalds Steuern. Ah, okay, das soll jetzt praktisch implizieren, dass er kurz weg war. Okay, hier ist dein Geld. Ich hoffe, der gierige Bastard verschluckt sich daran. Vielen Dank. Und du versuchst, einen besseren Platz für deinen Schnaps zu finden. Auf Wiedersehen. Finde ich gut. Finde ich gut, dass sie ihm keinen Vorwurf machen, dass er die Steuer hier eintreibt. Weil, ne? Zeig mir deine Ware. Eisenhammer, Eisenaxt, Schurschere, Sense, Spitzhacke, Eisenpfeile. Vielleicht hätte man da einfach die Eisenpfeile kaufen sollen und die hat deswegen gesagt, aber es kommt mir aber bekannt vor mit den Eisenpfeilen hier. Der Punkt ist aber, Leute, es gibt jetzt hier nur den einen Händler und nur den einen und keinen weiteren Bogen, ne? Egal, es geht ja jetzt um was anderes. Ich guck mal, ob sich was verändert hat. Zufällig hätte das sein können. Steuern ist momentan hier. Wir haben immer noch die Punkte offen. Alles klar. Also, das Thema haben wir erledigt. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt die Wolfsjagd klären. Ja, dafür müssen wir jetzt praktisch ganz da hoch nach Rolnica. Und wenn wir in Rolnica erledigt haben, was wir erledigen müssen, wird es wahrscheinlich Abend sein. Kann sein, dass wir dann daheim schlafen oder unterwegs. Und dann gehen wir direkt weiter nach Hornica. Erledigen die Mission, geben sie ab, geben beim Unigost ab und hoffen, dass wir noch ein Quartal vom Sommer haben, um daheim nach dem Rechten zu schauen. Repariert ist alles, auf den Feldern wird geschuftet. Und mit ein bisschen Glück können wir morgen in der Folge anfangen. Entschuldigung. Können wir morgen in der Folge anfangen, die Außenstelle aufzubauen, dass wir zukünftig wirklich die Ernte verkaufen können auch. Ne, Denika wollen wir nicht, ne? Wir bleiben hier am Wegesrand. So machen wir das, meine Lieben. Bisschen was zum Essen habe ich dabei. Wasser finden wir unterwegs. Dann möge uns das Glück Holz sein. Wolf, meine lieben Wolf, ich bin schon wieder auf dem Rückweg. Der verfolgt mich wieder. Scheiße. Hammer raus. Bücken. Hau ihn, hau ihn, hau ihn. Oh, alter Schwede. Ich hab gerade beim Umdrehen, habe ich gedacht, Gott, die Aufnahmen. Leute. Das ist ja. Ich glaube, das war der Wolf, den wir hätten jagen müssen hier, ne? Der war ziemlich hier ungefähr, den ganzen Weg bin ich zurückgerannt, bis ich den Aufnahmeknopf gefunden habe. So, da waren wir jetzt alle zusammen. Wir müssen Wegerich besorgen. Auf einmal steht er da. Mein Speer ist auch im Nirvana verschwunden. Guck mal hier. Wegerich. Ich habe zwar noch ein bisschen. Komm, wir bollern uns erstmal vor, bevor da noch einer ist. Ey, ich erschrecke vor den Viechern immer noch, obwohl die ja machbar sind, wie man gesehen hat. Sollen wir ein paar Speere noch basteln? Komm, wir basteln noch ein paar Speere. Ich sammle jetzt nur mal hier geschwind Wegerich ein. Ich dachte, ich hole euch mal dazu, auch wenn ich noch nicht ganz oben bin. Den Rest vom Weg laufen wir jetzt aber zusammen, ne? Mache jetzt keinen Alleingang mehr. Junge, Junge. Ich war schon fast dort, bin ich wieder zurückgerannt. So, vier Speere. Wir müssen demnächst mal wirklich gucken, dass ich mir vielleicht die Armbrust besorge oder so. Machen wir demnächst mal eine Tour, besorgen uns verschiedene Waffen. Und gucken, mit welcher ich am besten klarkomme. Zwei Speere sind natürlich minimal. So, Rest joggen wir jetzt hoch. Es ist nur noch ein halber Kilometer. Ich gucke nur kurz, wo die Speere sind. Hier, Speere machen wir auf die 5. 5 rüsten wir aus. Und weiter geht's. La, als wäre nie was passiert. Ich habe es nur heulen gehört. Dann habe ich gesehen, dass er sich auf mich zubewegt, umgedreht, den Aufnahmeknopf gesucht und erstmal gebrüllt. Sodale. Ja, guck mal, es dämmert schon, ne? Ja, das Problem ist, wir müssen nach Hornica komplett andere Richtung. Das sind wir allein, wenn ich das durchlaufen würde, wäre meine komplette Folge plus noch eine halbe unterwegs, oder? Es kann schon sein, dass das dieser streunende Wolf war, den wir eigentlich hätten töten müssen. Aber wir haben ja einen bei Samba oben gemacht. So, hey, ich glaube, wir starten dann einfach am zweiten Sommertag bei uns. Guck mal kurz über die Felder, bevor wir nach Hornica gehen. Das könnte man machen. Dann schleppe ich nachher gemütlich zurück und fertig aus. Ne? Mal ab und zu vielleicht die Wildsicht hier rein, dass das nochmal irgendwo ein Wolf anzeigt. So, und das war ja jetzt die Tochter, die hier eigentlich alles managt. Und der ihren Vater schon zu alt ist, um auf die Jagd zu gehen. Ne? Dam, dam. Super schönes Spiel. Ein super schönes Spiel. Und vor allem, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Welt hier, wenn du überlegst, dass das ja auch. Es ist schon richtig schön gemacht. Oh. Wiesent. Gott, hat hier viele Hirsche. Ich habe nur von ein paar gelesen, dass die Wiesent jetzt richtig Power haben. Deswegen will ich. Das ist das Gesetz der Wildnis. Du musst nur schneller sein als dein Nachbar, dann kriegt dich der Feind nicht. Hast gesehen, wie es mich überholt hat?
Stück. So, ich müsste jetzt nur ein bisschen aufpassen, weil hier kann schon sein, dass nochmal ein Wolf irgendwo ist, ne? Ah, am Nachmittag treffen wir hier ein. Jetzt guck mal hier die Waren gleich nochmal durch, wenn die einen Händler haben. Da, da, da. Die haben noch gar keine Umzäunung hier, ne? Die haben offensichtlich keine Angst vor Wölfen. Das könnte ein Händler sein, ne? Zeig mir deine Ware, mein Freund. Okay, die wollen wir nicht, die Ware. Und sie? Sie ist bestimmt die Händlerin. Zeig mir deine Ware. Okay, die wollen wir auch nicht. Also gut. Perfekt. Wo ist denn's, Madame Le? Da unten irgendwo. Da steht sie drin. Irmina, der Wolf ist erledigt und weg. Deine Hühner und Vögel sind jetzt in Sicherheit. Beeindruckend. Es ist eine Schande, dass du nur der Diener eines Gauners bist. Was meinst du damit? Nun, wenn du Unigos Spiel spielst, wirst du wie er mit der Zeit. Es mag für dich bequem sein, aber... Aber was? Du könntest es besser... Was? Du könntest es besser, ehrlicher. Momentan ist alles, was ich dazu sage, nimm die Münzen und geh. Trotzdem danke, dass du bezahlt hast. Ich hätte es gelassen. Ich habe ja meine Steuer gezahlt, in der Hoffnung, dass ich es dann nicht machen muss, ne? Tja, Irmel. Kannst du dich ein bisschen bewegen? Naja, sie hört noch auf uns. So, meine Lieben. De facto stehen wir jetzt aktuell folgendermaßen dran. Wir haben alles erledigt. Die zwei Steuern haben wir. Wir müssen jetzt mit Carolina in Hornica sprechen, die Aufgabe erledigen und dann können wir abgeben gehen. So. Dann werden wir mit ein bisschen Glück vielleicht hier Punkte kriegen. Ein paar von euch haben es geschrieben, dass hier sich dann was tun wird. Hoffen wir drauf. Das wäre dann das. Und dann... Ach ja, richtig. Das ist von daheim. Die sind daheim, die Mission. Ne? Steinspeer und Eisen. Na, mal gucken, ob wir da noch Zeit finden. Jetzt sind wir natürlich so weit ab vom Schuss. Ich laufe jetzt über Branica nach Hause. Wir treffen uns dann in Sedilia morgen früh am zweiten Sommertag. Dann checken wir alles daheim ab, würde ich sagen, ganz gemütlich. Machen uns auf den Weg nach Hornica. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir brechen gleich auf nach Hornica, gucken aber zuvor über unsere Felder, ob da alles soweit stimmt. Aussaat ist, glaube ich, diese Saison nur Kohl. Rote Beete wächst. Wo waren denn die Kohlfelder? Hier. Kohl, Bämsle, die haben den Kohl reingeholt und sie haben direkt die Felder wieder bearbeitet. Die Karotten könnte man ernten. Okay, dann hoffe ich doch, dass du die Karotten jetzt gleich rausziehst. Hier sind sie noch dran, hier auch. Jo, da holt sich einer die Karotten aus der Erde, sehr gut. Und am Flachsfeld, zieh dir das mal rein. Das halbe Flachsfeld ist bearbeitet, die andere Hälfte, wie viel wir haben jetzt, ne? Und die Weizenfelder... Die sind wohl alle schon abgeerntet, bis auf dieses hier. Und da ist auch einer dran. Wahnsinn, oder? Wie unsere Leute sich hier kümmern. Richtig, richtig gut. Ich bin ziemlich happy. Also, meine Lieben, Hornica, welche Richtung müssen wir denn nach? Süden, ne? Hier müssen wir jetzt hin. Hier müssen wir hin. Ich mache mich auf den Weg. Ich hole euch natürlich wieder ein bisschen vor dem Dorf dazu, dass wir es gemütlich plätschern lassen. Und dann schauen wir mal, was die wollen. Ich nehme nämlich an, dass wir noch mal ein bisschen rumreisen müssen, um die Mission dort zu erledigen. Aus dem Grund komprimiere ich heute, dass wir am Ende dieser Folge tatsächlich die Steuern abgeben können und das Thema vom Hals haben. Dann sehen wir uns gleich. 400 Meter entfernt von Hornica hole ich euch dazu, laufen wir gemütlich zusammen rüber. Und was mir aufgefallen ist, wir waren jetzt schon eigentlich überall in den Städten, bis auf in dieser hier, ne? Da waren wir offensichtlich noch nicht. Vielleicht machen wir im Winter einen kleinen Jagdausflug da runter in die Ecke, falls wir nicht da mal irgendwann hingeschickt werden. Möchte ich natürlich schon sehen. Das ist ja so weit vom Schuss. Nicht, dass das die höchst modernste Stadt ist, die hier drin ist im Spiel, ne? So, meine Lieben, 322 Meter. Ich bin gespannt, was wir für die erledigen müssen heute. Wir gehen links rum. Kiefernzweig. Da steht er ganz einsam. Schön hier mit den kleinen Bächlein. Ich liebe so eine Umgebung. Echt, echt toll. Jo, komm, wir laufen mal den Weg entlang. Hier könnte man jetzt direkt rüberbrechen, ne? Jezeritza. Ich sag mal nix. Vor was rennst du weg? Wolf, Bär, Mensch. So, Leute, da waren wir auch erst einmal, gell? Wir gucken jetzt natürlich die Händler gleich nochmal durch. Vielleicht finden wir ja was Brauchbares. Cool wäre natürlich Eisen, weil das schaffe ich nämlich in dieser Saison nicht mehr. Da großartig Eisen und Höhle suchen und so, weil wir müssen uns auch ein bisschen um die Sachen kümmern, ne? Wir haben ja Verantwortung. So, Leute, da ist es. Und ich war so begeistert, als ich damals das erste Mal hier war, ne? Sind zwar auch nur Holzhütten und Steinhütten und so, aber irgendwie wirkt dieses Dorf am modernsten für mich.
Die haben auch diesen schönen Dings. Oh, übrigens, Holzfällerschuppen 2 ist frei geworden. Muss aber jetzt, habe ich nicht direkt was dafür getan. Das ist wohl passiert, weil die unten Bäume schlagen und so. Wir haben jetzt die Palisade, wenn wir die wollen. Können wir die Palisade freischalten? Und ihr wisst ja, Palisaden sind so ein Thema bei mir. Die muss auf jeden Fall her. Wollen wir mal gucken, ob wir für den hier gleich noch die Mission miterledigen können? Der ist hier drin, gell? Ich spüre. Bist du das? Jo, kann ich dir bei etwas helfen? Mister, darf ich dich etwas fragen? Was gibt's, mein Kind? Ich wollte es so tun, als wenn ich erwachsen wäre. Wie Papa ist es, die Quest, gell? Vielleicht können wir die gleich erledigen. Genau wie Papa. Der möchte von uns einen hölzernen Hammer. Ich gebe ihm meinen. Ich baue mir halt einen neuen, fertig. Hier, mein Freund. Viel Spaß mit dem Hammer. Danke für die Punkte. Genau wie Papa. Die haben wir bis jetzt immer erledigt gebracht. So, mal kurz den Speer weg. Wir checken mal ganz kurz, wer hier so rumsitzt. Ludgarda, 3-2. Ich habe keinen, der mal 4 hätte, ne? Oh, Alter, der Konrad mit dem Westli hier. Zieh das mal rein. Super Werte, die Leute. Aber ich habe keinen Platz daheim, ne? Ich kann nicht mal mit jemandem werben hier, wenn ich wollte. So. Wo ist die? Hier ist sie drin. Gehen wir mal rein. Einen wunderschönen guten Tag. Welche war's? Sie. Carolina, 44. Du bist Carolina, richtig? Ich bin Rasimir Prozent Male to Female. Das ist ein kleiner Bug. Der Neffe von Jordan und jetzt die inoffizielle rechte Hand des Kastellans. Nun, dein Onkel hätte das, was du hier tust, wahrscheinlich nicht gebilligt. Warum ist das so? Er und Unigost waren Freunde. Wenn du das sagst. Also, was die Steuern angeht, oder warum hast du das gesagt? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Interessiert mich natürlich. Vergiss es einfach. Vielleicht habe ich schon zu viel gesagt. Also, was willst du? Nun, ich wurde geschickt, um die Steuern einzutreiben. Das dachte ich mir. Jedes Jahr früher, jedes Jahr mehr. Unigost muss ein Vermögen gemacht haben. Nein, so ist es nicht. Du weißt, dass er für den Herrscher eintreibt. Und sie zwingen ihn, es Anfang diesen Jahres zu tun. Es ist nicht seine Schuld, aber wir müssen alle bezahlen. Wie auch immer, ich würde dir die Münzen geben, aber seit ich Leonard geheiratet habe, ist mein Reichtum auf mysteriöse Weise geschrumpft. Immer wenn ich einige Waren versaufe, hätte ich jetzt fast gelesen. Immer wenn ich einige Waren verkaufe, ist das Geld bald darauf weg. Aber ich nehme an, du kennst Dagobert den Deniker. Natürlich kennt man den. Ja, wir haben uns getroffen. Plus 2 einfache Tuniken. Er bestellte bei mir 2 Tuniken und bei Jan 2 Eisenhämmer. Hier sind die Tuniken. Da wir eine Teillieferung nicht akzeptieren, musst du auch die Hämmer besorgen. Liefere die Ware an ihn und behalte die Zahlungen als einen Steueranteil. Scheint einfach zu sein. Okay. Ich verstehe. Neue Quest, Carolinas Steuern. Jetzt müssen wir die Hämmer besorgen, gell? Jep. Dagobert wird es ziemlich egal sein. Wo die Hämmer herkommen, solange er sie bekommt. Mit den Münzen, die er mit dieser Lieferung geben wird, werden die Steuern bezahlt. Aber ich muss mir noch 2 Eisenhämmer besorgen. Jan aus Hornika, der Schmied, soll sich darum kümmern. Also gut. Das ist der Leonard, der das Geld wegschafft. Der Jan aus Hornika, der müsste ja dann theoretisch hier irgendwo sein, ne? So mag ich das. Das heißt, wir müssen dann über Denika sowieso runter. Das passt, wenn ich jetzt den Schmied finde. Ich bin jetzt mal nach den Münzbeuteln oben gegangen und guck mal, wo der Jan steckt. Da oben. Wieder einer, der sich da oben versteckelt. Ich gebe doch mal Hämmer da raus. So, Jan. Hey du, du siehst stark aus, aber nicht so stark wie ich. Wie wäre es mit einem Ringkampf? Keine Angst, ich tue dir nicht weh. Ich bin nicht hier, um meine Stärke zu beweisen. Ich bin hier, um Eisenhämmer für Dagobert abzuholen. Ich ringe nicht, aber ich hatte in der Vergangenheit schon einige Faustkämpfe. Nee, komm, ich will die Hämmer. Wie schade, mir ging das Roheisen aus, um das zweite herzustellen. Du hast nicht zufällig welches zur Hand? Andererseits ringe ich nicht, aber ich hatte in der Vergangenheit einige Faustkämpfe. Das funktioniert auch für mich. Nur ein kleiner freundschaftlicher Kampf ohne tiefe Schläge, okay? Tut mir leid, das kann ich nicht versprechen. Ich musste 3 Männer mit meinen bloßen Händen töten, nur um lebend aus einem Haus meiner Eltern herauszukommen. Aber wir überrannten wurden. Als wir überrannt wurden. Wie sie angeben. Das sagt nichts mehr. Auf meinem Weg in den Norden schlug ich Bären nieder und tötete Wölfe mit einem einzigen Schlag. Siehst du diese Narbe hier? Lüge. Mensch. Also gut, nein, ich glaube nicht, dass wir jetzt kämpfen sollen. Ich habe noch so viel Arbeit zu erledigen. Was wolltest du überhaupt? Eigentlich bin ich hier, um die Eisenhämmer für Dagobert abzuholen.
In Ordnung, hier hast du sie. Und richte Dagobert meine besten Grüße aus. Wird gemacht. Es ist ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ey, ob das irgendwann vielleicht reinkommt? Ob das irgendwann vielleicht reinkommt, dass sie so kleine Kämpfchen machen? Zeig mir mal deine Ware, Digga. Eisenspeere, Steinspeere bräuchte ich. Eisenbolzen, Spitzhacke, Sense, Schurwolle, eiserne Schaufel, Eisen, 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 Eisen. Also hier kann ich nichts kaufen, was ich jetzt für daheim noch bräuchte, leider. Schade. Oder hat er zufällig Roheisen gehabt? Nee, ne? Nur verarbeitete Dinge. Er ist halt ein Schmied. So, meine Lieben, das war die Geschichte. Für uns geht's jetzt nach Denica. Das schaffen wir heute auch noch. Und wir schaffen es noch abzugeben. Das ist wunderbar. Caroline Steuern, ne? So, und jetzt müsste uns normalerweise der Weg nach Denica hier aufleuchten. Das wäre dann hier unten. Boah, das ist schon ein Stück Weg. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich kurz vor Denica bin. Ich werde die Blockade jetzt nochmal lösen, dann sind wir ein bisschen schneller dort. Und dann können wir am letzten Sommertag in der heutigen Folge die Steuergeschichte endlich aus unserem Kopf rausstreichen. Da freue ich mich. Dann haben wir das weg. Dann geht es wieder bei uns ganz gemütlich mit unserem roten Faden weiter. Gleich haben wir es geschafft. Ich tanke gerade nochmal ein bisschen flüssiges Nass und auf geht's. 260 Meter. Ein Schweinchen. Wunderschön. Aber das Schwein lässt ja Gott sei Dank nach im Kampf. Das verfolgt dich nicht bis über alle. Oh. Das war doch immer so, dass sie irgendwann umgedreht haben, oder? Ja. Du weißt es nicht. Also ich muss sagen, diese Questreihe mit den Steuern, die ist super interessant. Die schickt dich halt im kompletten Land rum. Aber wenn du so ein eigenes Dorf verwaltest und da den meisten Spaß drin hast, das alles zu organisieren, zu vergrößern, dann fehlt dir unheimlich viel Zeit, wenn du das am Stück erledigst, ne? Und immer wieder so ein Stückchen dann machen und dann wieder nicht und so. Ich habe es jetzt deswegen gesagt, komm, wir machen es an einem Stück jetzt durch, dann ist es erledigt. Weil ich wäre jetzt gerne in Sedilia halt lieber, ne? Wird gucken, was die Fischerhütte macht, wird gucken, wie wir weiter aufbauen können und so. Denica, das Dorf der ersten Stunde. Hier haben wir das erste Mal, glaube ich, einen richtigen Auftrag erledigt, ne? Dagobert wohnt hier, ja, ist richtig. Dago! Hey, was bringt dich heute zu mir nach Hause? Einige ausgezeichneten Waren aus Hornica und eine Vergütung für das Sammeln. Ah, meine Tuniken, ich warte seit Wochen darauf, sie in die Hände zu bekommen. Carolina weiß, wie man sie jahrelang haltbar macht. Und was ist mit meinen Eisenhämmern? Bitteschön. Bams, nun denn, hier sind deine Münzen. Ich danke dir und wünsche dir viel Glück, mein Freund. Thema erledigt. Können wir zum Unigustel. Frage wäre jetzt natürlich, kriege ich vielleicht Punkte dafür? Steht was dran? Steht nur, dass ich sie abliefern muss, ne? Hä, Leute, dann gehen wir jetzt zum Unigost die Sachen bringen, würde ich sagen. Da ist es erledigt, oder? Wir können ja hier nochmal ganz kurz ans Feuer. Nicht, dass irgendwann mal ein ganz außergewöhnliches Talent hier sitzt. Mensch, haben die mittlerweile schöne Kleidchen? Da ist mir gar nicht so aufgefallen. 3-3. 3-3-2-3. Der ist ein super Skiller hier, der Typ. Und sie. Ja, die haben wir doch schon angemacht, ne? Hast du einen Moment? Klatsch und Dratsch. Tolle Gewänder. Steckt deine Nase nicht in irgendwas? Komm, wir machen mal das mit den Gewehren. Minus 2. Es war aber auch eine gefährliche Auswahl. Wie sieht es bei dir aus? Der Adler, früher Vogel. Ist ein früher Vogeltyp. Klatsch und Dratsch. Jagd. Gibt es auf jeden Fall Punkte. Ach, den haben wir schon. Den können wir abholen, sobald wir wieder eine Hütte gebaut haben. Und damit du nicht ohne Flirten auskommst, kriegst du von mir auch ein Hallo. Jagdtipps. Plus 2. Schönes Wetter. Plus 10. Und Jagdtipps plus 2. Oh, wir können nochmal. Tut mir leid, ich habe im Moment lalala. Okay, 69% habe ich jetzt auch noch nicht geschafft. So Leute, wir sehen uns gleich am Hauptdorf unten. Dann gehen wir das Ding ab und schauen mal, ob wir die Punkte bekommen. Vielleicht können wir morgen schon die Außenstelle bauen, wo wir zukünftig unsere Ressourcen und Lebensmittel verkaufen. Schön komprimiert haben wir das jetzt geschafft, dass wir am zweiten Sommertag tatsächlich diese Mission erledigt haben. Morgen haben wir noch einen kompletten Sommerzyklus, um bei uns daheim ein bisschen was zu machen. Schaut rüber, Leute. Ah, herrlich. Und dann kommt schon der wunderschöne Herbst. Ich bin ja eh ein Herbsttyp, ist meine Lieblingsjahreszeit mit dem Winter zusammen. Freue ich mich auch drauf. Guck mal, seit der Alwin weg ist, haben sie hier nicht geerntet. Was ist da los? Den habe ich auch nie wieder gesehen. Der ist im Wald verschwunden und das war's. Ja. Oh ja, ich. Oh, Biberle. Aber die müsste man morgen kaufen, Leute. Die müsste man morgen kaufen. Dann sind sie billiger, weil die sind in der nächsten Jahreszeit ja schon wieder groß, ne?
So, jetzt gucken wir mal, wo der Gustl ist. Hier drin. Bäm, Tür auf. Und die Gustl. Hattest du Glück mit der Steuereintreibung? Ich muss den Herrscher nächste Woche wirklich auszahlen, sonst bin ich als Kastellan erledigt. Mach dir keine Sorgen, ich habe gerade die letzte Steuereintreibung beendet. Schau, ich habe alle Steuern, auf die du gewartet hast. Gott. Ausgezeichnet, du bist ein wahrer Freund und so zuverlässig wie dein Onkel es war. Du hast mir hier wirklich den Hals gerettet, Junge. War es schwierig? Einige waren einfach, andere nicht so. Hör zu, die Leute fangen wirklich an, dich für die früheren Eintreibungen zu hassen. Ich weiß, aber es ist nicht meine Entscheidung. Ich hoffe wirklich, dass du ihnen das ebenfalls gesagt hast. Natürlich nicht. Natürlich habe ich das getan. Einige mögen das verstehen, andere sind sturer. Aber ich habe ihnen gesagt, dass es für den Lord nicht für dich. Du befolgst nur Befehle von oben. Oh, Bams hat's gemacht. Ganz genau. Es ist großartig, jemanden wie dich zu haben, dem ich vertrauen kann. Hier, nimm etwas aus der Sammlung für dich selbst. Warte, musst du das Geld nicht dem Lord bringen? Nun, nicht genau alles davon, weißt du? Es hat gewisse Vorteile, der Kastellan zu sein. Was ein Drecksack, oder? Aber das stimmt nicht. Die Leute arbeiten wirklich sehr hart für ihr Geld. Dynastiereputation plus 100. Und wir arbeiten hart, um sie zu sammeln. Findest du nicht, dass wir eine kleine Bezahlung verdienen? Ich kann das nicht abbrechen jetzt, verstehst du? Vielleicht hast du recht. Ist das ein Schwein? Ist das ein Schwein? Sorry. Was geht jetzt hier? Warte auf ein weiteres Ereignis. Kein Problem, warte ich gern. Jetzt pass auf. Schon ist alles vergessen. Bäm! 5! Hier, zieht das rein. 10.207 Reputation haben wir jetzt, Leute. Jo, jubidubi. Oh, da geht's auch ab hier mit dem Holz. Die tun was drüben, Leute. Absolut cool. Entwicklung, wir sind jetzt ein Dorf. Wir können jetzt 25 Gebäude bauen. Immerhin. Ich bin trotzdem nicht zufrieden mit dem Typ. Ich pass mal auf. Ich hole mir gleich mal Biberle. Ah ja, das machen wir jetzt auch noch. Die Zeit nehmen wir uns jetzt auch noch. Hallo, Süßes. Ins Gänsehaus mit dir. 1500 Münzen wieder flöten gegangen, aber so ist es halt, wenn man Gänse will. Ey, ich brauche jetzt nur, in Anführungszeichen, Bärchen sammeln. Guck mal, ich habe nämlich tatsächlich unterwegs schon ein paar geholt. Komm her, ich fahre jetzt hier noch kurz ein paar Bärenbüsche ab in der Umgebung. Und dann, die sind aber nicht billiger hier, oder? Nee. Oder? So, wieso haben die zwei Gänsestall? Ich brauche auch zwei Gänsestall. Alter, du bist mir so eine Granate. Du bist mir so eine Granate, Gustl. Verstehst du? Fürs Leder kriege ich jetzt auch nicht so viel, ne? Komm her, ich sammle ein paar Bärskis. Ja, dass wir wenigstens das Hühnchen jetzt noch uns krallen können, oder? Die Gans. Sind wir nicht da oben an einem Bärenbusch vorbeigekommen? Wäre halt schön, wenn es noch hell wäre, ne, wenn wir heimkommen. Ansonsten, morgen in der Folge 4 Gänse zu haben, ist für mich auf jeden Fall der Wert, dass ich jetzt hier nochmal sammeln gehe. Ach du je. Na ja, klar, weißt du, die Leute, die zahlen dir ihre Steuern, du rennst in der Weltgeschichte rum und plötzlich hast du verdient, dir ein bisschen was abzuzweigen. Ne? Wer weiß, wie viel der für sich rausschlägt. Na gut, regen wir uns nicht weiter auf. Kriege ich jetzt hier noch Bärenbüsche gefunden, ja oder nein? So das blöde Gefühl, ich muss auf die andere Seite rüber. Ja, wenn nicht, hole ich mir morgen Erwachsene ganz. 4 Stück müssen es auf jeden Fall sein, bevor das Thema... Aha, hier. Ich guck mal, ob ich es schaffe zeitlich. Ich sammle mal Bärchen ein. Wir brauchen jetzt noch... Oh ja, wir brauchen noch viel. Das wird jetzt nicht ganz reichen. Aber wir gucken mal. Ich schalte nochmal ganz kurz um, wenn ich verkaufen gehe. Ich muss halt gucken, dass ich nicht zu spät ins Dorf zurückkomme. Und was fehlt, fehlt. Dann holen wir sie morgen. Oder vielleicht reicht es auch. Bis gleich. Wenn es nicht zu spät ist, geben wir doch kurz ab. Aber es hat nicht ganz gereicht zeitlich. Ich glaube nicht, dass wir genug gesammelt haben. 2 Vorkommen habe ich ganz, ganz grob abgefarmt jetzt. Wir gucken mal eben. Ah, vorne rennen sie jetzt alle hier, ne? Taverne technisch. Nein, Digga. Moment mal. Da ist ja der Gustl, ne? Ich verkaufe die jetzt im Bus. Stopp, Alter. Hauptsache, er geht noch nicht ins Bett. So, insgesamt habe ich nochmal 500. Ah, schade. Schade. Es fehlt uns auf jeden Fall nochmal. Selbst wenn ich das jetzt hier alles verkaufen würde, ne? Das ist zu wenig. Dann gehen wir morgen rüber, weil wir sind morgen in der Folge sowieso hier und bauen die Außenstelle auf. Wir haben jetzt wieder 5 Gebäude. 2 davon werde ich hier setzen als Verkaufsaußenstelle. Dann verchecken wir gleich ein bisschen Ware. Dann kaufen wir morgen die 2 Gänse.
Vielleicht reicht es sogar schon fürs erste Schwein. Wir werden sehen. Jetzt laufe ich heim. Ich freue mich tierisch darauf, euch morgen wieder zu Hause begrüßen zu können. Und dann sehen wir uns dort. Bis dann.